Liebe Gemeinde, willkommen zurück. Ich habe eine Theorie, eine Idee, eine Möglichkeit. Ich vermute, dass diese beiden Gebäude schuld sind. Und deswegen werden wir diese beiden Gebäude hier einstampfen. Denn nachdem wir die ganze Stadt letztes Mal niedergerissen hatten, um die ganzen Sachen dann hier reinzubauen, hatten wir eine ganze Weile hier nichts stehen. Und beim Wiederaufbau ist dementsprechend niemals was abgestürzt, solange hier nichts stand. Wenn hier nichts steht, vielleicht foppt uns der Sturm dann nicht. Des Weiteren kann der Seifenmacher weg. Wir müssen hier mehr Platz für Kräuter schaffen. Ein Kräutersammler findet keine Heilkräuter mehr. Genau wegen dieses Umstandes. Einfach mehr wachsen lassen. Wir brauchen die ganzen Hütten ja nicht mehr, weil wir keine weiteren Ehefrauen brauchen. Genau, hier campen wir die Leute noch tot. Darum haben wir uns in diesem System noch nicht gekümmert. Okay. Gut zu wissen. Baut. Ich überlege jetzt gerade. Bauen wir eine Ramme oder einen Belagerungsturm? Ich glaube, ein Belagerungsturm hält mehr aus als eine Ramme. Dementsprechend versuchen wir, einen Belagerungsturm als Köder zu benutzen. Bau ihn. So. Den hier bauen wir jetzt schon aus. Wir wissen, dass ein feindlicher Angriff unsere Stadt bald angreifen möchte, aber der kann nichts tun. Wir können halt auch nicht diese Mauer hier einstampfen. Das wäre halt theoretisch mein eherer Gedanke, zu hinten durchzusneaken. Und da leiden wir gerade Verluste. Unsagbar. Verstanden. Genau, mein Ehrengedanke wäre tatsächlich eine Ramme hier durchzuschmuggeln und hier unten die Wand einzureißen. Aber nie im Leben kommt die an. Und vor allem nie im Leben können wir die hier benutzen. Weil diese Bäume verhindern, dass wir eine Ramme ranbringen. Das bedeutet, ein Angriff auf unsere Stadt wird vorbereitet. Oh, da ist gerade richtig evakuiert. Ja, was wollt ihr machen? Gesetzt im Fall, ihr kommt hier vorne dran vorbei. Falls ihr euch damit überhaupt anlegen wollt. Ihr kommt hier nicht durch. Absolut nicht. Haben wir eigentlich. Genau, Steuern sind hoch, sollte es normal. Es geht natürlich auch ein bisschen auf den Ruf der Stadt. Aber es hilft uns dabei nicht pleite zu gehen. Das Lagerhaus ist voll. Das hilft uns auch dabei nicht pleite zu gehen. Wir verkaufen einfach einen riesigen Haufen Holz an die Ordensschwester. Ein Karren wurde ausgesandt. Ebenso wie wir einen riesigen Haufen Wolle verkaufen können an die Ordensschwester. Ein Karren wurde ausgesandt. Und einen riesigen Haufen Fisch an die Ordensschwester. Ein Karren wurde ausgesandt. Und sehr, sehr viel Milch an die Ordensschwester. Ein Karren wurde ausgesandt. So, wir kaufen auch noch weitere Steine ein. Ein Karren wurde ausgesandt. Ist unser Belagerungsturm eigentlich zwischen da und verbündet? Tatsache. Wir haben den Belagerungsturm nicht abgeholt, nicht wahr? Wenn doch, wo habe ich ihn hingeschickt? Ah, der ist nur bis hierhin gegangen. Den bauen wir mal aus. Genau, wir werden den Turm hier brauchen. Ihr übrigens zieht euch nach hierhin zurück. Schon unterwegs. Weil die Armee hier dann wahrscheinlich gleich umdrehen wird, sobald sie feststellt, dass die hier nichts ausrichten kann. K-
kommen nicht an unsere Burg ran. Nie im Leben. Wir haben uns viel zu fest befestigt. Die hier werden auch einfach gar nichts machen. Für den Moment. Und ich gebe zu, gerade warte ich zum guten Teil einfach nur darauf ab, dass der Sturm kommt. Wir speichern jetzt hier gleich direkt vor dem Sturm. Weil jetzt jeden Moment müsste der wahrscheinlich irgendwie gleich passieren. Und sollte der Sturm wirklich einfach gnadenlos weiter so machen, dann reißen wir unsere ganze Stadt ein. Das Problem ist nur, wir werden bankrott gehen können. Aber das werden wir dadurch gefixt kriegen. Unsere Truppen werden angegriffen. Lass das. Das werden wir dadurch gefixt kriegen, dass wir dann unsere ganzen Rohstoffe verkaufen. Die werden einfach verscherbelt. So. So macht ihr mehr, verbraucht weniger. Ein Angriff auf unsere Burg wird vorbereitet. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Kling ist durchgekommen, das bedeutet, wir geben direkt den nächsten. Ein Karren wurde ausgesandt. So, die hier drehen nämlich gerade um. Wir sind nicht gesandwiched. Okay, Gruppe 1. Verstanden. Schon unterwegs. Sofort. Verstanden. Jawohl. Verstanden. Gruppe 3. Sofort. Verstanden. Kommen wir zurück. Sofort. Nicht aufgeben. Verstanden. Ei, kämpft weiter. Zum Angriff. Lauf. Verstanden. Jawohl. Sofort. Ei. Verstanden. Wie ihr wünscht. Sofort. Sofort. Alles klar. Nicht aufgeben. Stürmt los. In den Kampf. Jawohl. Sagt euch soweit gut. Das alles ist gut. Klar. Sofort. Schon unterwegs. Vorwärts. Vorwärts. Markus lenkt die Verstärkung ab. Ei. Jawohl. Jetzt kommt der Sturm und jetzt beten Verstanden. Wir einfach, dass es nicht Wie passiert. Ihr wünscht. Sofort. Jawohl. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ei, wie ihr wünscht. Unser Spiel ist abgestürzt. Ach, das ist doch einfach. Das ist doch einfach nur lästig. Warum? Warum entscheidet dieser Sturm einfach spontan. Ach. Warum? Es gibt absolut keinen Grund, dass du abstürzen solltest. Welche Gebäude müssen wir noch einreißen? Der Sturm hat offensichtlich irgendetwas gegen irgendein weiteres spezifisches Gebäude, das wir stehen haben, an irgendeiner Position. Aber ich weiß noch nicht genau welche. Es hat diesmal, glaube ich, länger gehalten. Aber es kann daran... Nein. Ach, Mann. Das ist echt ein Problem. Ich vermute weiterhin, dass es in der Ecke da hinten liegt. Wahrscheinlich müssen wir da mehr abreißen. Nehmen wir den Besenmacher ja auch noch außer Gefecht. Unsere Truppen werden angegriffen. Bauen den hier noch aus. Deponieren einen neuen Besenmacher nach hier hinten hin. Irgendwas ist schuld und ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ja, das Badehaus. Ich würde gerne ein Badehaus setzen, aber wir haben keine Kräuter mehr. Wir kriegen das Zeug auch nicht nur so einfach rein. Die Krankheit ist aber natürlich auch überhaupt keine Hilfe. Die Hütten nicht, die sind nicht drauf. Die möchte ich um all und... Oh, den müssen wir ausbauen, sobald er in der Lage ist, ausgebaut zu werden. Außerdem bauen wir die hier auch mal aus. Bei den hier nicht.
Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Gruppe 3. Gruppe 2 in Bewegung setzen. Alle Schwerter sind Gruppe 1. Schon unterwegs. Ein Karren wurde ausgesandt. Ah, wir müssen einen Weg finden. Irgendein Gebäude ist schuld daran, dass dieser Sturm uns die ganze Zeit killt. Nein. Baut den hier aus. Aber ich kann einfach nicht ganz aufheben. Genau sagen, welches. Schützen. Stürmt los! Jawohl. Ei. Jawohl. Ei. Kämpft weiter. Stürmt los. Stürmt los. Ja, diesmal haben wir mehr Männer verloren, weil wir nicht drauf geachtet haben. Stürmt los. Vorwärts. Verstanden. Nicht aufgeben. Sturm passiert. Mal schauen. Es gibt kein Zurück. In den Kampf. Verstanden. Lauf. Auf euren Befehl. Sofort. Und abgestürzt. Alter. Allmählich ist es zum Kotzen mit dem Sturm. Ich weiß auch vor allem nicht warum. Weil das eigentlich scheinbar nicht auftritt, aber es tritt scheinbar nur bei uns auf. Ohne jeden Grund. Ich weiß wirklich nicht, was das soll von diesem Spiel. Gut, reißen wir die ganze Stadt ein. Muss halt die ganze Stadt weichen. Wir wissen, dass es nicht die Militärgebäude sind, weil die haben wir niemals abgerissen und die funktionieren dementsprechend auch ganz gut. Aber irgendein Gebäude muss schuld sein. Wir werden die Sachen wieder aufbauen, wie wir sie brauchen. Falls wir sie jemals brauchen. Und wer weiß, das wird wahrscheinlich unsere anderen Probleme auch lösen. Außerdem werden wir die Stadtgebäude, die ganz weit ab vom Schuss im anderen Territorium sind, auch abreißen. So. Unsere Truppen werden angegriffen. Dieser Seifenmacher könnte das sein. Naja, wer weiß. Wir reimen erstmal alles weg. Versuchen den Sturm zu überstehen. Die Leute sollen sich von hier aus mal versorgen. Und des Weiteren haben wir hier noch Gebäude, die weg können. Die weg können. Alles klar, wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Alles klar. So, nein, alle Schwerter. Gruppe 1. Jawohl. Gruppe 3. Alles klar. Gruppe 2. Alles klar. Nehmt alles mit. Harren. Da. Gruppe 1. Alles klar. Haben unsere Buckel vorbereitet. So. Wir werden angegriffen. Sofort. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Moment, was? Habe ich aus Versehen gerade was da rein bewegt, was nicht da rein gehört? Der Heilkräutersammler findet keine Heilkräuter mehr. Jawohl! Auf so, du gehst nach vorne, wie vorhin. Schwerter. Wie ihr wünscht. Alles klar. Schützen. Das geht Leute. Nicht. Auf euren Befehl. Position halten. Okay, wir nutzen den Hügel da. Beschützt dieses Nein, nicht beschützen. Geht hier hinten mitkämpfen. Stürmt los. Verstanden. Markus, beschäftigt Sofort. Hier. Die Schützen stellen sich hier oben auf den Hügel und schießen von da aus runter. Schon unterwegs. High Ground. Sofort. Angriff. Alles klar. Nicht aufgeben. Kämpft weiter. Auf euren Befehl. Sofort.
Jawohl. Auf euren Befehl. Sofort. Verstanden. Verstanden. Jawohl. Verstanden. Verstanden. Es gibt kein Zurück. Ei. Es gibt kein Zurück. Verstanden. So, jawohl. Gleich muss der Sturm wieder auftreten. Unterwegs. Verstanden. Kämpft weiter. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Verstanden. Schon unterwegs. Sofort. Stürmt los! Ei! Vorwärts! Das hat nichts damit zu tun, ob das Gebäude am Streiken ist, oder? Verstanden. Auf euren Befehl. Jawohl. Sofort. Jawohl. Vorwärts! Nicht aufgeben! Sofort. Verstanden. Alles klar. Alles klar. Verstanden. Alles klar. Verstanden. Auf euren Befehl. Kein Verlust gemacht. Und der Sturm hat uns nicht getötet. Auf euren Befehl. Oh, das ist schlimmer. Junge! Nicht cool! Das ist alles andere als nett. Und jetzt fehlt den Leuten an diesem Zeug hier. Ich glaub's ja nicht. Wie viel haben wir denn da rumstehen? Wir haben. Okay, gut. Das sehe ich ein. Das sehe ich ein. Wir haben nicht viele Besenmacher. Hier ist genug Platz, denke ich. Hier war gerade der Platz. Spiel! Spiel, da war doch gerade der Platz. Ich habe ihn gesehen. Du kannst mich hier nicht verarschen. So. Und jetzt rasten Leute hier aus wegen der Krankheit und wegen der Pest. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, Unterhaltung liefern wir nach. Alles kollabiert hier gerade halt auf einen einzigen Schlag. Moment, können wir nicht einfach... Können wir unter die 150 gehen? Und dadurch das Problem lösen? Naja, so zumindest nicht, aber... Wäre das nicht eine Option? Unter 150 Einwohner? Wir werden angegriffen! Nicht aufgeben! Es gibt kein Zurück! Was ist falsch mit euch? Alles klar! Ich meine, theoretisch unter 150 Einwohner zu gehen, müsste ja die Krankheiten bereinigen, oder? Oh, das ist ein einmaliger Trigger gewesen. Wir reißen alle Kräuterhütte wieder ein. Unterhaltung ist jetzt ein Problem. Dafür haben wir ein fernes Theater hier hinten, das aber nicht in der Lage ist, seinen Job zu machen. Angriff auf einen Außenposten wird, an unser Außenposten wird vorbereitet. Oh, das gefällt mir gar nicht. Vor allem, wie die einfach hier nichts bauen dürfen. Welchen wollt ihr angreifen? Wir haben die Garnison. Schick die Garnison los, um sich darum zu kümmern. Wo ist die Garnison? Da. Gruppe 6. Beantwortet diese Ketzerei. Alles klar. Wir werden gleich hier rauskommen, glaube ich. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Okay, dann müssen wir uns um die Kirche so keine Gedanken machen. Der einzige Punkt, den die legitim angreifen können, wäre dieser hier. Auf euren Befehl. So, wir müssen erstmal unsere Stadt regruppieren. Die ist ein bisschen im Eimer jetzt. So.
Gebrei. Konnte gehen, wollte ich gerade sagen. Unsere Truppen werden angegriffen. Schützen, helft aus. Vorwärts! Es gibt kein Zurück. Stürmt los. Nehmt alles mit. Teilen wir uns das. Auf euren Befehl. Alles klar, wie ihr wünscht. Verstanden. Eine Eisenmine ist erschöpft. Lauft. Und wie können wir jetzt mehr Geld haben als vorher? Dinge, die manchmal einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Speichern. Dieser Sturm ist aber eine Lästigkeit. Okay, wir haben jetzt... Ich weiß nicht wie, aber aus irgendwelchen Gründen haben wir mehr Geld als vorher und einen höheren Ruf in der Stadt. Obwohl wir Streikende haben. Weniger Stadtgebäude. Und alles irgendwie kacke ist. Ich habe keine Ahnung. Aber es funktioniert. So, jetzt gehen wir auf Ausbauten statt auf viele Gebäude. Weil größere Gebäude effektiver sind als viele Gebäude. Das müssen das beheben. Dann probieren wir es auf diese Art und Weise. Vor allem, weil die halt nur ein Drittel der Medizin brauchen werden. Okay, Gruppe 6. Ja, setz dich hier auf den Marktplatz. Markus? Verstanden. Blockiert die Leute hier beim Aufstieg. Gruppe 2, geht nach hier hin. Gruppe 1, nein, sammelt euch da. Sofort. Sofort. Ich hab vergessen, dass wir müssen eine andere Funktion aufstellen. Auf euren Befehl. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Jawohl. In den Kampf. Sofort. Es gibt kein Zurück. Ei. Verstanden. Wie ihr wünscht. Angriff. Auf euren Befehl. Alles klar. Schon unterwegs. Klaut die Munitionskarren. Schnappt euch den Karren. Erobert das Ziel. Nein. Wie ihr wünscht. Munition, renn. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Okay. Sofort. Verstanden. Wo ist unser Belagerungsturm? Ist er schon hier? Haben wir zwei Katapulte stehen? Und nur dieses eine. Nur dieses eine. Es wird aber reichen müssen für diesen Zweck. Seid auf der Hut! Seid auf der Hut! Wir haben das nämlich schon einmal gemacht. Und da hat es funktioniert. Mit Hilfe des Belagerungsturms müsste es klappen. Ich wünschte, wir könnten den Belagerungsturm hier an die Klippe anlegen und damit dann hier reinkommen. Vor allen Dingen, wir haben hohe Steuern. Wir haben hohe Steuern, riesenhohen großen Ruf in der Stadt, obwohl wir auch riesen Haufen an Streikenden haben. Und Geld. Wie können wir alle diese Sachen gleichzeitig haben? Schon unterwegs. Aus dem Weg. Jawohl. Der Belagerungsturm hält definitiv mehr aus als die Rammer. Sofort. Verstanden. Können wir ihn weiter bewegen? Sehr gut. Verstanden. Wie ihr wünscht. Verstanden. Nächste Katapult ist da oben. Wie ihr wünscht. Ladet den mit dem kaputtesten Munitionskarren nach.
Hier haben wir das Problem, dass wir einen guten Winkel brauchen, um das Teil aufzubauen. Wir müssen den hier hinten irgendwie aufbauen, weil das Katapult kann auch nicht nach... Wobei, vielleicht schon. Dritten speichern. Der Belagerungsturmkarren ist leider ein bisschen sehr im Eimer. Also der Belagerungsturm wird nicht nötigen Schüsse überleben, um das normal mitzumachen. Das ist, was ich fürchte. Dementsprechend müssen wir vielleicht Zeit gewinnen, indem wir die Überreste des Munitionskarrens da reinstecken. Auf euren Befehl! Wie ihr wünscht! Meint ihr, wir können die alle mit einem Schuss vernichten? Oder mit zweien? Auf euren Befehl. Einfach die Munition, die direkt verbrauchen. Schon unterwegs. Den Karren damit auch maximal nutzen hier, bevor wir ihn tatsächlich opfern müssen. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. In den Kampf! Nicht aufgeben! Wir haben unsere Munition, wir haben unsere Ramme. Die Ramme werden wir auch brauchen. Wir können aber auch noch eine weitere Ramme nehmen, die wir opfern können. Einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. So, da wäre ich wieder. Der Kater hat natürlich, wie immer, wieder Schwachsinn gemacht. Ja, hallo. Abyss. Du aufmerksamkeitshungriges Miststück. So, und so.